Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute stelle ich euch mein Silikonbaby vor. Das Silikonbaby findet jetzt oder wird heute abgeholt von einer neuen Mama. Und deswegen wollte ich jetzt einfach mal kurz dieses Video drehen. Ich mache sie gerade reisefertig, abholfertig. Und deswegen dachte ich mir, komm, das wird so oft gewünscht, da machst du nochmal ein Video. Und deswegen, ja, gibt es so ein kleines Detailvideo mit ein paar Infos und bla bla bla. Über die kleine Maus, die hier schon nackig vor mir liegt. Genau, und dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Video. Genau, ich habe hier ein Outfit für sie rausgelegt. Das finde ich richtig, richtig süß. Und das darf sie mitnehmen oder anziehen. Das ist so rosa mit so einem Eiffelturm und mit so einer kleinen Katze hier. Und hier mit ganz vielen Blümchen und so. Fand ich richtig schön. Und das wird die kleine Maus anziehen, wenn sie geht. Das ist in Größe 62, das würde ihr auch passen. Denn die ist ziemlich groß. Socken hat sie schon an. Aber ich wollte ihr natürlich auch noch die Füße einmal zeigen. Deswegen ziehen wir einen Sock immer aus. Also, ich kann ihr mal sagen, was ich so toll an einem Silikonbaby finde. Und zwar sieht es unglaublich real aus, wenn es angezogen ist. Ich finde, so sieht es auch total real aus. Und beim Anziehen eben ist es super beweglich. Also, das ist alles hier beweglich und knetbar und das finde ich einfach so schön an diesem Silikonbaby. Und wie man es haben will, kann man es einfach hinlegen. Das ist einfach richtig toll. Dann kann man es natürlich baden. Kannst du einmal komplett unter Wasser haaren und dann kann man oder soll man es mit Puder einreiben und dann ist es wieder schön geschmeidig. Genau, also das finde ich dann so ein Silikonbaby total toll. Ich finde sie auch sehr gut verarbeitet, also sie hat so ganz kleine Falten auch und sie ist halt echt super, super beweglich. Ihre Füße finde ich auch sehr süß, obwohl es manchmal so aussieht, hätte sie 6 Zehen. Weil die sieht irgendwie, finde ich, so aus, als hätte sie 6 Zehen. Aber ja, finde ich, sie hat sehr kleine Füße für ihre Körpergröße. Aber ist sehr, sehr süß, finde ich. Und sie hat natürlich auch ein Geschlecht unter der Windel, das möchte ich euch jetzt aber nicht zeigen. Aber sie hat da auch ein Geschlecht und ist nämlich ein Mädchen. Und ihre Finger sind natürlich gemacht. Sie ist auch versiegelt. Also da ist auch echt alles gemacht, was an Silikonbaby gemacht werden muss. Und sie hat auch Haare. Die sind beim Silikonbaby aber nicht fixiert. Das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen, weil die kann man natürlich nicht von innen versiegeln, weil der ganze Kopf besteht sozusagen aus Silikon und deswegen kommt man natürlich nicht in den Kopf rein. Aber sie hat auch so eine kleine Haarpracht hier. So, und ich würde sagen, wir ziehen jetzt einmal an. Ihr habt es ja schon so gesehen. Sie ist ungefähr 53 cm groß. Also ist echt ein großes Baby und wiegt über 3 Kilo. Ziemlich schwer. Sie hat keine Fehler irgendwo, sondern ist fehlerfrei. Also kein Bupu. Und ihr Rücken ist auch so schön mit der Wirbelsäule. Total toll. So, ich habe sie jetzt einmal komplett angezogen. Und ich finde, das ist so niedlich, wenn sie Sachen anhat mit ihren Beinchen. Ich finde das so unglaublich süß. Sieht so richtig niedlich aus. Und auch ihre Hände kann man halt da hinlegen, wo man sie haben möchte. Oder sie fällt dann einfach wieder runter. Und hier ist nochmal ihr Gesicht. Das habt ihr gerade, glaube ich, nicht so ganz genau gesehen. Sie kann einen ganzen Schnuller nehmen. Und sie hat sogar so eine ganz kleine Zunge. Seht ihr das? Richtig süß. Und sie hat sogar Wimpern. Genau, so sieht die kleine Maus aus. Also du kannst einen ganzen Schnuller reintun. Den kann sie dann eben so in den Mund nehmen. Den braucht man nicht bearbeiten oder abschneiden, sondern passt da komplett rein. Manchmal braucht man dafür ein bisschen Öl, dann geht es ein bisschen besser. Aber eigentlich hatte ich damit nie Probleme. Und jetzt kommt gleich ihre neue Mama. Und dann wird sie ein neues Zuhause bekommen. Und dann schauen wir mal, wie es ihr da geht. Ihre Haare sind auch total süß. Da kann man süße Locken draus machen. Aber ich habe sie jetzt immer so glatt einfach runtergetragen. Fand ich bis jetzt am süßesten einfach. Genau, die Maus ist von Corinna Strupp gemacht worden. Ich weiß nicht, ob sie die auch gegossen hat, aber sie hat sie auf jeden Fall reborn. Und die Färbung finde ich jetzt nicht so schön. Da habe ich schon schönere gesehen, aber ich finde es auch nicht so schlecht. Also man sieht hier zum Beispiel total viel blaue Adern und kleine, ja so blaue Flecken. Aber es sieht halt total real aus hier oben mit diesem Fleck. Ihre Augen sind ein bisschen hervorgehoben und natürlich ihre Wangen und Lippen.
Lippen sind sogar echt total gut gemalt. Nicht übergemalt oder so. Und ihre Ohren finde ich auch so süß. Das, glaube ich, ist das Realste an ihr, diese Ohren. Und die kann man auch so anfassen. Und halt verbiegen, wie Silikon. Richtig, richtig süß. Genau, Wimpern hat sie auch. Eine kleine Stupsnase. Und so sieht sie eben aus. Mit Zunge. Das ist so süß. Genau, die Färbung an den sonstigen Körperteilen habt ihr ja gerade schon gesehen. Und das finde ich jetzt auch nichts Besonderes. Da wurden nicht so viele auf Details geachtet, aber im Gesicht finde ich das schon. Aber ihr Hautton ist mir auch ein bisschen zu dunkel. Ich habe da schon deutlich Besseres gesehen. Achso, und ihren Kopf, der ist so raufgesetzt sozusagen auf den Körper. Da gibt es ja auch Silikonbabys, die haben den komplett dran, aber so kann man den halt bewegen. Und wenn der komplett dran ist, kann man den eben nicht so gut bewegen. Und das finde ich auch ganz gut. Aber manchmal habe ich Angst, dass er abfällt. Weil der dann so Abstand hat hier zum Körper. Das ist nicht so gut. Und dass da Wasser reinläuft, das ist, glaube ich, auch nicht so vorteilhaft. Aber man kann ihn immer bewegen und ihre Ohren sind so süß, oh mein Gott. So, ich werde jetzt gleich nochmal ihre Haare kämmen. Und dann kommt nachher die neue Mama. Und dann kann sie auch in ihr neues Zuhause gehen. So, mein Lieben, und das war's dann auch so zu unserem Silikonbaby. Ein ganz kurzes, kleines Video, bevor sie geht. Und ihr wollt es ja einmal sehen, aber ich kann jetzt nicht mehr so viel mit dem Silikonbaby machen, weil die halt, wie gesagt, gleich kommt und das Baby abholt. Und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag. Ich hoffe, euch hat's gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!